Hat eins für. Ja, dann fange ich eins. Fange ich an. Jo. Das war jetzt komisch. 1, 2, 3, 5, 6. Da ich anfange, würde ich das gern halten. Ja, ich auch. Mountain, Goblin Guide. Ja. Für 2, Trigger. Also du darfst die oberste angucken und wenn es ein Land ist, darfst du sie auf die Hand nehmen. Also ich reveal die, ja. Ja. Die würde jetzt zum Beispiel da bleiben. Die würde jetzt oben drauf bleiben und dann bist du. 2, ich bin aber 18. Dann bist du. Da ziehe ich die Karte. Da spielst du eine Vulkaninsel. Lord of Paddle. Da möchte ich gern Free Trade. Lass ich die oben? Kann ich hier nicht sagen. Eins runter, dann zieh ich. Dann bist du. Ich spiele ein Gewirbel. Ja. Und dann würde ich gerne Eidolon spielen. Kennst du? Nee. Wenn du eine Karte 3 oder weniger spielst, kriegst du 2 Schaden. Aber für mich auch. Also es zählt für beide Spiele. Ja, ist okay. Dann würde ich dich gerne angreifen. Wieder Feuer der Trigger, weil du könntest ja noch irgendwas machen. Ancient Tomb. Ja, ist ein Land. Kriegst du auf die Hand, wa? Ja. Dann bin ich. Ja. Dann Unkeep, Trophies. Spiel ich's auf? Dann für Blau. Ja. Spielst du eine Sneak Attack? Würdest du 2 Schaden? Also nur durch das Ende? Die ist 4. Ja, aber durch das Ende? Ja, ja. Und dann bist du erstmal. Also, ich würde noch einen Goblin Guide spielen. Dann würde ich erstmal 2 Schaden bekommen durch das Eidolon. Ist okay, ja. Und dann einen Riftbolt zu spenden. Also, den nächste Runde, bevor ich ziehe, kann ich halt 3 Schaden machen. Dann mache ich mir hier so einen Würfel, damit ich das nicht vergesse. Alles klar. Dann würde ich 6. Gern für alle. Zweimal. Also erstmal ja. Force. Und dann nochmal Force. Dann gehe ich auf 8. Auf 8, ja. Und dann bin ich. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Angriff. Kann man so sagen, ja. Dann zahle ich ein Rot. Ja. Immer cool. Dann greife ich dich an, Trigger. Ja, bin ich tot. Gebe ich auf. Alles klar. Weil noch einer. Und. Ja, kein Problem. Ganz lucky gehalten. Ha.
Und lassen wir den Markt viel kommentieren, ja? Ja, was sollen wir denn kommentieren? Ja, das ist ja für YouTube. Ja, ich weiß, wofür das ist. Ja, ich habe jetzt gesideboardet und jetzt ist das zweite Spiel dran. Du hast nur ein 3-3er, ne? Der ist auch 3-3. Jetzt mache ich meine Lebenspunkte auf 20. Tu die Würfel dahin. Ich kann mir eigentlich wieder zurücklegen. Ja, die werden wir aber, glaube ich, brauchen. Dann nehmen wir sie wieder hoch. Willst du abheben? Ja. Ich hätte nicht ab. Ich mag das nicht. Ich bin nicht zu faul für. 20 so hin. Wer fängt an? Ich würde gerne anfangen. Alles klar. Nope, das halte ich nicht. Puh. Ich geh second. Jetzt mache ich einen Mulligan. Jetzt mische ich. Hand in die Kamera zeigen und zurückmischen. Muss man? Nein. Aber ein City lohnt sich nicht zu keepen. Ein City? Eine City als Mana-Base. Mhm. Damit könnte man halt schon Teleturn 2 spielen. Ja, aber... Möchtest du abheben? Nein. Okay. Willst du abheben? Nee. Ich ziehe jetzt den Karten. Sieht schon besser aus. Das halte ich. Und ich lege diese Karte unten drunter. Dann fang an. Ich spiele Mountain. Ich spiele schon mal das Rüstspiel. Das ist 1-2 Haste und. Ja, kannst du schon. Ach, und für jeden Zauber, für jeden Non-Kreaturen-Zauber kriegt die 1-1 für diesen Zug. Ja. Dann bin ich. So wird wahrscheinlich. Dann 40. Jeder Damage ist schön. Ich weiß. Kommt ein Panda oder wieder dieses mit 2 Scrollen. Dann Panda. Ist okay? Ja. Da muss ich mal überlegen. Lass ich so. Ja. Dann zieh ich. Ja. Und dann bist du. Dann spiel ich wieder das schöne Ding da. Ja. Warum mach ich den Damage? Ja. Dann bist du. Dann möchte ich gerne fetchen. Ja, kriegst du einen Schaden. Hup. Okay, noch ein. Wie stehst du jetzt eigentlich? 1-1. Beide Male zu 0 gewonnen und verloren. Ich auch. Einmal die gegen Oko. Verleben. Dann eine 3-3. Dann blau. Panda. Ja, zieh's mal. Guckst du dir mal dran an. Dann zieh ich. Ja. Dann bist du erstmal. Dann geh ich mal in die Enttapp-Phase. Habe ich alles enttappt? Darf ich eine Karte ziehen? Dann will ich gerne Luftball suspenden. Ja. Ich mache mich, wenn ich eine.
Und dann würde ich gerne 3 Schaden auf dich machen. Trigger durch das Eilion, kriege ich 2 Damage. Jo. Und dann triggert der hier eine Marke und dann greife ich dich für 4 an. Mir auf 9. Und dann bist du und dann geht die Marke wieder weg. Am Keep ziehe ich. Jetzt habe ich verloren. Chantel. Kriegst du 2 Schaden. Ist okay. Ich darf was reinlegen? Jeder Spieler legt ein Artefakt, Kreatur, Enchantment oder ein Land aufs Feld. Jetzt kommt dieses große Enchantment-Wetten. Weiß ich nicht. Ja, mach mal, Junge. Willst nix? Ne. Dann leg ich das große Enchantment aufs Feld. Ich spiele an. Kaste ich ihn. Ja, was ein Mülleimer. Warum gehst du auf 4? Ja, ich hab jetzt 0 gezahlt. Hä? Oder sagt er... Mana kostet. Achso, ja, okay. War noch besser. Dann kannst du ihn hinterher. Dann gehe ich immer extra zu. Weiß ich gar nicht, warte mal. Ja, selbst wenn. Ja, nee, dann wärst du tot, oder? Hast nee, dann habe ich auch 2 Leben. Nee, dann macht 3 Schaden, oder? Nee, 2 Schaden. Dann hätte ich noch 2 Leben. Hast du einen Forst? Weil das wäre entscheidend. Weiß ich nicht. Mana kostet. Ja, ich glaube, es ist Mana-Kosten. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch mit umgewollten Mana-Kosten von 3 oder weniger wirkt. Ich habe ja 0 Mana-Kosten. Marc, wir bräuchten mal kurz Hilfe. Wenn das okay ist. Alles fürs Video. Ja, alles fürs Video. Ja. Wenn er die Mana-Kosten, würde er 2 Schaden bekommen dadurch? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Da die Mana-Kosten ja trotzdem gleich sind, ja. Er hat sie nur nicht gespielt. Also die Mana-Kosten der Karten verändern sich nicht. Ja. Ja, okay. Weil ich dachte, weil die Mana-Kosten... Er spielt sie, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Also er darf sie casten, ohne die Mana-Kosten. Das steht ja. Without paying their Mana-Costs. Das heißt aber nicht, dass du beim Force of Will zahlst, so wenn er die Alternativ-Casting-Kosten nutzt, die er gerade abgibt, triggert er ja auch nicht. Ja. Triggert er wirklich nur bei Spells runter. Okay. Und ja, dann wirklich von Leben her das. Ja, dann gehe ich mal einen extra Zug, dann ziehe ich die, dann gehe ich in Combat, dann triggert er. Ja, mach ich den Response, 4 Schaden und ich auf. Oh, was für ein Müll. Ich hatte sogar die gegen die Witch auf der Hand. Gegen welche Witch? Witch. Witch? Achso, ja. Ich hab Witch verstanden.